Richard Schauer, 21 Jahre, Rohrdorf, Bayern, Möbelschreiner. Stefan Ebner, 22, Großbadorf, Unterfranken, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Erik Brandenburg, 20 Jahre, Nassenheide, Brandenburg, Bautischler. Frank Bartsch, 23 Jahre, Liechtenstein, Baden-Württemberg, Malermeister. Philipp Hastenflug, 24, Kassel, Hessen, Raumausstatter. So mehr das Gestalterische habe ich gesucht und so eine Kombination aus Gestalterischem und Handwerk, das ist ein Raumausstatter. Seit ich auf der Welt bin, hat mein Vater einen Malerbetrieb und in dem Großquartier haben den Beruf lieber gelernt. Man sieht viel, man macht viel. Ich wollte erst in die Industrie und dass sich der Beruf dann ergeben hatte, das war mehr Zufall, weil ich beim Nachbar jetzt dann eben gefragt habe, ob er Auszubildender gesucht wird, dann habe ich da Praktikum gemacht und mir hat es dann sehr viel Spaß gemacht. Es ist eigentlich ziemlich einfach, mit Holz was zu machen, weil es wächst vor der Haustüre und man kann seinen eigenen Baum, kann man ein Möbelstück bauen. Ich finde das einfach cool. Ja, ist natürlich schön, wenn man morgens in der Werkstatt kommt und es schon nach Holz riecht und man dann quasi mit dem Werkstoff, der einen morgens schon vom Geruch her Freude bereitet, den ganzen Tag arbeiten darf. Schon eine schöne Sache. Mein Opa war Möbelschreiner, mein Vater ist Möbelschreiner und ich wurde praktisch in den Beruf reingeboren. Ja, das Schreinerhandwerk ist natürlich ein sehr altes Handwerk, seit hunderten Jahren. Wenn der Schreiner nachhaltig ist, ja dann. Es ist mir wichtig, dass der Kunde damit zufrieden ist, was wir für ihn arbeiten, da er mit dieser Arbeit auch zusammen leben muss. Ja, wir haben schon vor kurzem eine Küche ausgebaut, die mein Opa vor 40 Jahren dort montiert hat und haben jetzt wieder eine neue eingebaut. Na, ich glaube, dass die Langlebigkeit unserer Produkte das größte Problem ist. Wir probieren zuverlässig arbeiten. Das heißt, wenn man was sagt, dass man das noch macht. Und auch saubere Schaffe, genaue Schaffe. Schwabeländle halt. Ein kleiner Handwerksbetrieb macht, finde ich, am meisten Spaß, weil man richtig Herausforderungen kriegt. Man wird vor einer Aufgabe gestellt. Da und da, das magst du. Wie du das magst, das kriegst du erstmal nicht gesagt. Du musst selber überlegen. Aber am Ende, wenn man dann was fertig hat und man sieht die fertige Anlage und sie funktioniert, dann ist da schon Begeisterung da und dann ist man auch stolz, dann, wenn das alles so funktioniert. Ja, rausgefunden, dass ich Tischler werden möchte, habe ich eigentlich in der 9. Klasse im Praktikum. Die praktische Arbeit sollte gerade in der 9. und 10. Klasse mehr gefördert werden, dass Jugendliche entdecken können, in welche Richtung möchte ich beruflich später mal gehen. Und denke, das ist eine wichtige Zeit. Ein Meisterzwang ist beim Raumausstatter abgeschafft worden vor ein paar Jahren, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Es laufen halt viele Leute in ein offenes Messer, weil sie einen Betrieb aufmachen, ohne irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu haben und können dann nach 2-3 Jahren den Betrieb wieder dicht machen. Und es wirft halt auch ein schlechtes Licht auf unsere Branche, weil dann viele am Werk sind, die nicht die nötige Erfahrung haben, um so einen Betrieb zu führen. Die ganze Bürokratie wird am kleinen Handwerker das Leben immer schwerer gemacht. Man muss immer mehr Formulare ausfüllen und Zell und jenes und da einfach mal ein bisschen vereinfachen, ein bisschen Ordnung schaffen, das hätte enorm viel bringen, damit es mehr Spaß macht. Man sagt auch viel, wenn du jetzt im Haus reingehst, du bist schon mit einem Fuß im Gefängnis. Wenn du nicht genau nach der Vorschrift arbeitest, ja, also neue Vorschriften dem Kunden verständlich zu machen und dass der Kunde die einzieht, ist für uns meistens schwer. Und wenn es dann nicht so gemacht wird, wie die Vorschrift ist, dann sind wir die dumm. Wo gehen Sie hin, wenn Sie Qualität und Erfahrung wollen? Durften Sie in der Schule mal Handwerk erfahren? Ja, was denken Sie über das Handwerk, über uns und über unsere Tätigkeiten? Wenn Sie Möbel brauchen, gehen Sie dann zu IKEA oder zum Schreiner. Was können Sie für uns tun als kleiner Handwerker, damit es für uns einfacher wird? Jetzt kannst du noch auf Hochdeutsch, oder? Wird es untergetitelt?